Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal das letzte Stanzenset zeigen, was ich mir bei Bibicraft ausgesucht habe. Und zwar kann man damit so wunderschöne Boxen gestalten. Einmal in Form eines Kleids und einmal in Form eines Anzugs. Und euch zum einen zeigen, wie man die zusammensetzt, aber auch zeigen, was man damit noch machen kann. Denn ich habe auch eine Karte mit den Stanzformen gewerkelt, die zeige ich euch gleich auch noch. Das sind jetzt alle Stanzformen aus dem Set und ich habe es euch auch schon mal einmal ausgestanzt, damit ihr jetzt hier nicht im Video so lange warten müsst. Und zwar von dem Kleid habe ich zweimal ausgestanzt. Ich habe hier jetzt übrigens den wunderschönen Metallic-Cardstock von Faltkarten verwendet, der so richtig schön goldig glänzt. Perlmutt-Schimmer heißt es das, glaube ich. Und ja, das Kleid habe ich zweimal ausgestanzt. Diese Seitenteile brauchen wir zweimal. Den Boden brauchen wir nur einmal. Und dieses hier brauchen wir auch zweimal. Das habe ich mir jetzt aus normalem Cardstock ausgestanzt. Das ist der Aquarell-Cardstock vom Action. Was ein bisschen schade ist, ist, dass quasi nur eine Seite da ist und man, je nachdem, ja, wie die Stanzmaschine so arbeitet, natürlich dann, wenn man die umgekehrte Variante nimmt, sprich die Rückseite von der Ausstanzung, das Ganze nicht ganz so schön aussieht, weil die Kante ja dann quasi nach außen zeigt. Ihr könnt das ein bisschen abmildern, indem ihr das quasi nach dem Ausstanzen nochmal ohne Stanzform noch einmal durch die Big Shot gebt. Da seht ihr, da ist die Außenseite jetzt überhaupt gar nicht mehr zu unterscheiden von der anderen. Außerdem habe ich mir noch so ein kleines Dings für das Kleid ausgestanzt. Das ist hier aus dem Set von Kurike. Wo habe ich es? Aus diesem Rahmenset. Da gehört es dazu. Und da habe ich mir in Gülden noch ein kleines Teil ausgestanzt, als Gürtel sozusagen. Bei dem Herren habe ich auch Metallic Cardstock verwendet. Und zwar den Metallic Steel ist das, glaube ich. Ich schreibe es euch aber auch unten alles rein. Auch von Faltkarten. Da habe ich zweimal Vorderseite und quasi Rückseite. Dann brauchen wir zweimal die Seitenteile. Oh, eine Stanze habe ich euch unterschlagen. Die liegt hier noch. Dann brauchen wir einmal den Boden. Und ja, fürs Hemd habe ich auch aus dem Aquarell-Cardstock vom Action das ausgestanzt. Da ist ein Fehler in der Stanze. Eigentlich, damit man das Hemd nachher umklappen kann, müsste hier noch so ein Strich drin sein. Das steht auch in der oder steht in den Bildern von der Produktbeschreibung auch so drin. Da weiß ich nicht, ob ich eine Montagsproduktion erhalten habe oder das einfach nicht passt. Auf jeden Fall müssen wir das gleich nochmal ein bisschen bearbeiten, damit wir da das Hemd draus machen können. Dann habe ich mir zweimal das Revers ausgestanzt. Wie ihr seht, genau wie bei dem Überkleid, ist das nur einmal da und nicht nochmal seitenverkehrt. Das bedeutet, wir müssen eine Rückseite davon nehmen. Und hier, da das so eine große Aussparung innen hat, ich habe es auch nochmal durchgejagt durch die Big Shot, man sieht diese Aussparung aber immer noch, wie ihr seht. Das heißt, auf der einen Seite wird man die Aussparung sehen, auf der anderen nicht, weil man eben die Rückseite verwendet. Aber ja, da muss man natürlich auch schon mal ganz genau hingucken, um das zu sehen. Und dann habe ich mir ein kleines Schleifchen zusammengebastelt mit dem Notch-Stanzer vom Action Scoring Board. Wie man so eine Schleife damit herstellt, habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Das verlinke ich euch mal oben unterm i. Das ist natürlich jetzt die ganz Mini-Variante, das heißt, das ist etwas frickelig, wie man dann anlegt. Ne, man nimmt natürlich dann nicht die ganze Notch-Aussparung, sondern quasi nur bis hier ungefähr, also so, ich würde sagen, 3 mm und macht da dann das Schleifchen draus. Aber ich finde es ganz süß und es passt nachher zu dem Gürtel von der Dame. Gut, bevor wir es zusammensetzen, würde ich sagen, gehen wir einmal alle Falzlinien entlang. Wir beginnen mal mit der Dame, ne? Ladies first. Bei dem Kleid und bei dem Überkleid muss natürlich nichts nachgezogen werden, aber bei den Seitenteilen und dem Boden ziehen wir einmal alle Falzen einfach nach.
Die müssen einfach alle einmal nach innen. Die Klebelaschen sind sehr schmal gewählt, finde ich. Man kriegt es trotzdem hin, aber ihr müsst schon beim Falzen ein bisschen aufpassen, dass ihr gerade bleibt. Also es legt sich gut, ne, nach dem Stanzen. Aber bei so dünnen Laschen kann man natürlich schnell auch mal das Ganze schräg festfalzen. Das ist natürlich dann ärgerlich. Auch die Seitenteile muss man nach innen einmal falzen. Da achtet drauf, dass ihr hier wirklich bis unten die Schräge einhaltet. Ich gehe da immer erst mit dem Finger drüber und dann erst mit dem Falzbein. So. Weil dadurch, dass das dann natürlich extrem dünn ist, legt sich das Papier da ungern in diese Position. So. Und für die andere Seite auch noch. Und dann bringe ich überall auf die Klebelaschen Kleber an. Ich habe jetzt hier so extrem dünnes, doppelseitiges Klebeband. Ich glaube, das ist 0,3 Zentimeter, also 3 Millimeter. Und das mache ich jetzt auch auf die langen Laschen, ja, auf die breiten Laschen von den Seiten. Da werde ich nachher einfach mit Flüssigkleber den Rest auffüllen. So. Das ist hier ein bisschen fummelig, dieses kleine Band. Das gibt's auch von diesem roten Band. Das habe ich auch irgendwo, aber ich habe es nicht gefunden. Das wäre für so eine Schachtel vielleicht noch ein bisschen besser, weil es hält besser. Aber ja, dieses tut's auch. Vor allem, es wird ja jetzt kein Zug irgendwie auf diesen Klebelaschen sein. Das war ein bisschen sehr lang abgerissen. Von daher ist es jetzt nicht so tragisch, wenn das jetzt nicht super starkes Klebeband ist. Aber ja, ich hatte halt diese Schmale noch da und nehme das jetzt einfach. Am Boden gehe ich auch an allen vier Seiten rund, wenn es denn will. Und bevor ich jetzt die Schachtel an sich zusammenklebe, werde ich erstmal vorne die Vorderseite ein bisschen dekorieren. Dafür nehme ich mir jetzt hier meine Aufleger quasi für den Rock. Und die klebe ich mir einfach mit Flüssigkleber fest. Und zwar nur außen, so dass die nach innen hin auch noch ein bisschen hochgehen können. Achte darauf, dass ich hier unten an der Ecke bündig bin. Dann sieht es nämlich am besten aus. So, jetzt müssen wir einmal gucken, so rum. Ist ungewohnt, wenn man mal eine Rückseite aufklebt. So. Auch hier einmal gucken, dass man bündig ist mit der Seite. Und einmal festdrücken. Ja, das passt super. Und dann gebe ich mir hinten drauf noch ein bisschen Abreißklebeband. Und zwar einmal hier an der Seite und einmal hier an der Seite für mein Gürtelchen. So. Und dann lege ich mir das hier auf, so wie es mir gefällt. Und das passt echt super über den Überrock quasi. Ich gucke, dass ich schön mittig unter den Knöpfen hier drin und schön gerade. Ich könnte natürlich die Knöpfe auch noch verzieren. Vielleicht machen wir das am Schluss, wenn alles zusammengebaut ist, nochmal. So. Dann habt ihr hier so ein kleines Gürtelchen und wer mag, kann sich das hier vorne
auch noch mal einmal mit ein ganz klein wenig Kleber fixieren. So, ich muss allerdings, weil es dieses komische Glitzerpapier vom Action ist, muss man einmal ein bisschen länger den Finger drauf halten. Und dann haben wir unsere Vorderseite schon fertig. Und natürlich könnt ihr jetzt noch Perlchen setzen. Hier zum Beispiel sehr super aus. Oder hier für die Knöpfe. Das lassen wir jetzt mal. Das habe ich zum Beispiel hier auch gemacht. Da habe ich hier drumherum die Perlchen gesetzt. Ich habe es übrigens noch offen gelassen, weil sonst kann man noch nichts mehr reintun. Ne? Ich habe es jetzt zum Zeigen nur hier mit einem Glue-Dot fixiert quasi. Wenn ihr das nachher schließen wollt, einfach die Teile abreißen und dann zumachen und hier vielleicht noch ein bisschen Flüssigkleber hinterher machen. Das ist auch so ein Manko an dieser Stanze, dass man das, was man gebastelt hat, quasi kaputt machen muss, wenn man an den Inhalt will, weil man könnte natürlich sagen, so, ich schneide mir hier die beiden Klebelaschen ab von dem Boden und nehme eine als Schließlasche, aber die sind so klein, da fällt ja alles wieder raus. Ne? Also die halten ja nichts, wenn sie nicht geklebt sind. Aber naja. Ne? Also ich finde diese Stanzen sehr originell, muss ich echt sagen. Ich fand die Idee dahinter auch wirklich gut. Aber ja, also es hapert an einigen Stellen. So, hier setzen wir jetzt einfach mal das Kleid an. Und zwar so, dass es bündig ist mit der Falz. Das Ganze machen wir mit dem Rückseitenkleid genauso. So, auch hier bündig mit der Falz. Und ich hebe es mir immer so an, dass es noch nicht festklebt. Positioniere es mir und drücke es dann runter, sodass es dann fest ist. Über beide gehe ich mir jetzt auch noch mal mit dem Falzbein rüber, dass es wirklich sich richtig gut mit dem Klebeband verbindet. Und das mache ich jetzt auch noch mal für die Seitenteile. Da gebe ich auch das Seitenteil etwas erhöht auf. Guck, dass ich an der Falz liege passend und mache es noch mal richtig rum. So. Und drücken wir das auch richtig schön fest. Und nochmal das andere Seitenteil, dann haben wir das schon geschafft. So, das muss ich mir nach oben gucken mit den Klebelaschen. So. Und dann setze ich mir das Vorderteil schon mal auf meine Klebelaschen hier auf. Das heißt, ich nehme hier das Abreißklebeband schon mal und nehme die Schutzfolie ab. Wenn ich jetzt an den Ecken so Überstände habe, dann klicke ich mir die einfach nach innen, damit es von innen nicht klebt. Und dann kann man sich das einfach hier so ein bisschen zusammenschieben. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Kleber auf diese Überstände hier machen, da wo kein doppelseitiges Klebeband ist. So. Und dann mal gucken. Es geht am besten so, dass man es möglichst mittig aufbringt. So. Auch hier einmal festdrücken mit dem Falzbein. Und dann machen wir das mit der anderen Seite genauso. So. Die Lasche immer schön nach innen halten, positionieren und dann loslassen. Na, die will jetzt nicht. So. Auch hier nochmal schön andrücken. Hilo, wie wehrt sich? Ich habe das andere. Kann ich es nochmal lösen? Hm, ja. Ich habe das andere zu weit innen geklebt. So. Jetzt klebe ich so, dass es hier gerade so nicht mehr sichtbar ist von vorne. Drücke es mir nochmal an. Und gebe dann das andere auch nochmal
da dran. So, mein Probeding habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht, so diese Details. Und dann immer noch mal wieder neu herausfinden. Und auch hier gebe ich so, dass es quasi so gerade so bedeckt ist. Und dann drücke ich auch das mit dem Falzbein, gerade da, wo das doppelseitige Klebeband ist, nochmal richtig schön fest. So. Und dann, wenn ich es befüllt habe, mache ich es quasi mit der Rückseite genauso. Da muss ich es ja dann nur noch quasi übereinander legen und dann schließen. Und dann sieht unsere Böckskin so aus, ne? Ich mache es jetzt aber extra noch nicht so, weil sonst kann ich halt nichts mehr reintun, weil ihr seht, hier oben schließt es schon genau bündig, ne? Also wie gesagt, das mache ich zu, wenn ich es befüllt habe. Ja, das war das Mädchen, die Mädchenvariante. Wie gesagt, ihr könnt jetzt noch verschönern, wie ihr möchtet, mit Perlen, mit Nouveau Drops, mit hast du nicht gesehen, das mache ich meistens am Schluss, wenn ich beide Partner fertig habe. Dann kann ich da noch ein bisschen ja, das gleich machen oder ähnlich machen. Und jetzt widmen wir uns mal dem Herren der Schöpfung. Beim Herren sind der Boden und die Seitenteile analog der Dame. Deswegen habe ich die jetzt mal flugs ohne euch gefalzt und auch schon mal mit doppelseitigem Klebeband versehen. Vorder- und Rückseite sind solche Trapeze. Und dabei ist der schmalere unten und das breitere oben. Und hier habt ihr auch zwei Klebelaschen. Ich habe die hier jetzt auch einmal bei meinem Musterstück offen gelassen und auch nur auf einer Seite doppelseitiges Klebeband angebracht. So kann man es dann nachher, wenn man es befüllt hat, dann schließen. Das ist ein bisschen praktischer als bei der Dame. Man muss es auch nicht unbedingt zusammenkleben. Also ich finde, es passt auch so ganz gut zusammen. Und ich finde, diese Box kann man auch ganz ohne die Deko nehmen und hat dann auch ein schönes Böckskin und kann da was anderes vorne drauf machen. Da hat man ja auf jeden Fall ordentlich Platz, um zum Beispiel irgendwie ein schönes Etikett oder sowas noch aufzubringen. Wir bauen aber jetzt natürlich den Bräutigam einmal zusammen. Und dafür nehme ich mir jetzt eine der beiden Seiten und möchte das Hemd und das Revers und die Schleife anbringen. Bei dem Hemd fehlt hier in der Mitte ein Schlitz. Ich gehe jetzt einfach hin und ja, messe mir einmal die Mitte ab. Ihr könnt das auch so Pi mal Daumen machen. Habe ich bei dem anderen Projekt auch so gemacht. Aber ne, für das Video messen wir jetzt mal einmal ungefähr, dass hier die Mitte ist. Und ja, ist jetzt auch kein Hexenwerk, das, was die Stanze jetzt irgendwie fehlerhaft nicht gemacht hat, zu korrigieren. Man schneidet hier einfach einen Schlitz rein. So. Und dann klappt man sich das nach unten. Ja, am besten geht man nochmal mit einem Falzstift entlang. Dann klappt das besser mit dem nach unten klappen. So, also von dem Punkt, wo der Schnitt aufhört, in die oberen Ecken. Gehe ich jetzt einfach nochmal mit einem Dotting-Stift entlang. Dann kann ich es gleich einfacher knicken und habe da keine Ausrisse oder sowas. So. Diese Falzlinie macht übrigens die Stanze auch nicht, sondern nur quasi den Schnitt. Aber ich finde es so einfach einfacher zu knicken. Und dann knicke ich mir die beiden Ecken, die jetzt hier entstanden sind, einfach mal nach vorne und habe dann, wenn ich es mir noch einmal nachfalze, einen Hemdkragen. So schnell geht das. Und den kleben wir uns jetzt hier einfach mittig auf den Anzug drauf, sozusagen. Da nehme ich jetzt auch einfach Flüssigkleber. Und zwar da, wo die Klebelasche ist. Da ist oben. Das mache ich jetzt mal wieder Pi mal Daumen. Ungefähr mittig. Und quasi
auch bündig mit oben und am besten gerade. So. Dann kommen die Revere an die Seiten dran. So und so. Und damit die so ein bisschen 3D-Effekt haben, kann man dann natürlich auch Abstandsklebepads nehmen. Ich mache es jetzt so, dass ich nur hier innen einen dünnen Klebestreifen setze und dann wölben die sich so von alleine so ein bisschen hoch. Und da gucke ich auch, dass ich einigermaßen bündig hier bin. So. Und dann muss ich natürlich die Rückseite nehmen von dem Revers. Von der Ausstanzung, damit das auch spiegelverkehrt ist. Und bringen wir das hier auch einmal bündig an. So. Passt schon. Und dann nehme ich mir mein Schleifchen, was schon wieder auseinander springt, weil das zu klein ist mit dem Glitzerpapier. Da setze ich mir einfach nochmal einen Stucken Tombow drauf. So. Und drückt mir das eine Weile fest. Kann man natürlich auch super eine Klammer einfach draufsetzen. So. Und dann suche ich, bauen wir es erst zusammen und stellen, machen dann einfach die Schleife drauf. Das geht ja auch. So. Und zwar genau wie bei der Dame. Nehmen wir uns jetzt den Boden und gehen nach und nach, bringen nach und nach die Seiten an. Die etwas längere Seite ist etwas mehr quadratisch, dieses Format. Da kommt Vorder- und Rückseite dran. Fangen wir mal mit der Vorderseite an. Auch wieder schön bündig zur Falz kleben, festdrücken, dann die Rückseite, bündig zur Falz, festkleben und die Seitenteile ebenso. So. Und dann kann ich mir auch schon die Seiten festkleben. Dann mache ich es jetzt bei dem Mann so, weil den kann ich ja von oben noch befüllen. Dass ich erst die eine, dann die andere Seite klebe. Auch hier bringe ich noch ein bisschen Flüssigklebe an. Wenn er denn möchte. So. Und dann klappe ich mir das zusammen und bringe erst die eine Seite hier bündig an. Achte darauf, dass meine Klebelasche nach oben steht. So. Ja, das passt gut. Und drücke mir das fest. Gehe dann auch mit dem Falzbein noch einmal rein. Drücke mir insbesondere hier die Kante fest, die sich leider verschoben hat beim Festdrücken. Das ist immer das Problem, wenn man so doofes, schmales, doppelseitiges Klebeband hat. Dann verzieht sich das ganz schnell, wenn man das einmal mit dem Falzbein zu feste nach außen drückt. So, jetzt. Ah, jetzt ja. Und dann die andere Seite. Da ist der Kleber schon wieder ein bisschen getrocknet. Einfach ein bisschen mehr. So, und auch da gucke ich, dass die Klebelasche nach oben ist. Und bringe es schön bündig aufeinander. Ihr müsst darauf achten, dass die Klebelaschen hier wirklich über der Spitze sind von dem Seitenteil, damit ihr sie nachher schön nach innen stülpen könnt. Und so den Verschluss gestalten könnt. So, wer sich da unsicher ist, so ich, der bringt sich einfach auf dem doppelseitigen Klebeband auch noch ein bisschen
Kleber an, dann kann man nämlich noch mal so ein bisschen rücken. Und der wollte hier nicht mehr dranbleiben. Das ist ja frech, frech, frech. Das ist es halt mit den dünnen Klebelöschen. Wenn jetzt zu viel geruckelt wird, ist das. Aber am Ende hält das ganz gut, wenn alles zusammengesetzt ist. So, auch hier, dann schieben wir die andere Seite rein. So. Da mache ich jetzt wirklich auch auf den Klebestreifen ein bisschen Flüssigkleber drauf, damit ich ein bisschen Zeit habe, das hin und her zu schieben. Weil das ist jetzt ein bisschen fummelig, weil man ja kaum da reinkommt. Also die dritte Seite noch nicht, aber die vierte abschließende ist schon ein bisschen fummelig. So, nehme ich mir die beide mit rein, drücke die zusammen und bringe mir dann erst die eine Seite an. So, drücke das an und warte einen Moment, weil ich habe ja jetzt alles mit Flüssigkleber voll. Gehen wir noch mal rein und drücken es fest. Und dann nehme ich die andere Seite. Und gucke auch hier, dass ich es bündig habe und der Verschluss oben drüber ist. Und auch das kann ich jetzt noch mal vorsichtig mit dem Falzbein festdrücken. Das Falzbein schon fast zu dick für. Das reißt alles wieder auseinander. Dann anders versuchen wir es mal mit dem Lineal. Und zwar mit der schmalen Seite. So, jetzt habe ich alle Seiten festgedrückt. Jetzt kann ich im besten Moment warten. Mal so, keine Zeit für ein Video. Jetzt kann ich die Klebelaschen von oben hier so dahinter stecken. So. Einmal da und einmal von vorne die. Das ist ein bisschen fummelig, aber es funktioniert am Ende doch. So, und dann haben wir den Anzug schon fertig. Jetzt gucken wir mal, unsere Schleife ist jetzt hoffentlich auch getrocknet. Und die setze ich mir jetzt auch mit einem Klecks Tombow, weil der einfach besser hält als mein Techie Glue vom Action, den ich in der anderen drin habe. Noch besser wäre Glossy Accents, und den habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Und dann drücke ich mir die Schleife hier an und mache mir die noch mal einmal mit einer Pinzette, fixiere ich mir die und lasse sie trocknen. So, wie gesagt, ihr könnt jetzt hier noch Pärchen aufbringen. Bei dem Herren habe ich hier zum Beispiel die passenden Pärchen zu der Dame. Wo ist sie hier? Sie ist entschwunden. Zu der Dame mit aufgebracht als Knopflöcher und hier quasi ein Schleifenbunch als Schleife. Könnt auch eine Krawatte anbringen. Da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt noch eine Karte damit gewerkelt. Das legen wir mal zum Trocknen zur Seite. Und zwar mit dem Kleid, weil ich finde, das kann man auch durchaus als Prinzessinnenkleid nehmen. Und ja, ich hatte das Hello noch über. Und dachte mir, jo, machst du Prinzessinnenkleid draus. Den Hintergrund hatte ich auch noch hier in meiner Hintergrundbox liegen. Das ist ein bisschen mit Nouveau Shimmer Powder gemacht, mit dem Lilac Waterfall. Und ja, ich habe mir einfach aus dem Aquarellpapier das ausgestanzt. Das Kleid aus rosa Glitzerpapier. Und dieses hier ist aus Transparentpapier, was ich ein bisschen mit Nouveau Shimmer Powder, also ich habe so eine Flasche hier,
Da sieht man, ja, jetzt hat sich's aufgelöst. Da habe ich nicht Nuvo Shimmerpowder, sondern die Perfect Pearls aufgelöst in Wasser einfach. Damit drüber gespritzt und trocknen lassen und dann ausgestanzt. Dann hat man diesen schönen Effekt. Man sieht leider hier die Klebepunkte, da habe ich Ludots genommen. Ließ sich irgendwie nicht vermeiden und auch der Gürtel ist zu dünn. Vielleicht hätte ich noch einen drunter setzen sollen oder so, dass es nicht so auffällt. Aber ja, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Ja, Prinzess habe ich mit einzelnen Buchstaben von Kalein Design gestempelt und das ist ein Spruch aus dem Stempelset. Rainbows and Unicorns von My Favorite Things. Ich fand, das passt ganz gut zu dem Glitzerkleid und dann einfach noch ein paar ja, Glitzersteinchen vom Action drauf. Und hier die Karte habe ich eingefärbt mit dem gleichen Stempelkissen, wie ich auch hier gestempelt habe von Memento. Ja, und dann ist die Karte fertig. Also ich finde auch so als Prinzessinnenkleid und so auch gut geeignet und auch für eine Karte super. Ja, das sind jetzt die Sachen, wie sie entstanden sind schon. Die zwei Pärchen und ich finde es halt super, so als Geldgeschenkebox zur Hochzeit oder wenn man einen Gutschein zum Shoppen verschenken möchte mit dem Kleid oder eben auch diese Box einfach ohne Revers und Hemd als so eine Dreiecksbox, schönes Etikett drauf, fertig. Also die Stanze an sich finde ich gut. Wie gesagt, ein paar Verbesserungsvorschläge hätte ich, eben das Revers und auch hier dieses Überkleid nochmal in andere Richtung gespiegelt quasi mit reinzupacken in das Stanzenset und die Klebelaschen gegebenenfalls ein bisschen breiter zu machen, wobei das natürlich hier dann auch sehr überlappen würde. Vielleicht wäre das dann auch wieder ein Problem, weiß ich nicht. Bin leider kein Stanzengestalter. Aber ja, ne? Und ich finde das Kleidchen an sich auch super, um sowas zu gestalten. Und ja, ich denke, ich habe euch jetzt mal so ein paar Ideen zu dem Stanzenset gegeben. Alles Weitere findet ihr natürlich wie immer unten verlinkt. Wenn ihr da Interesse habt, bei BBCraft zu shoppen, gibt es auch unten in der Infobox einen Rabattcode für euch. Da könnt ihr dann nochmal ein paar Euro Nachlass bekommen. Und jetzt würde ich erstmal sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag. Je nachdem, wann ihr schaut, bleibt kreativ und gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!